Wie man es tagtäglich in den Nachrichten gehört, hat sich der Nahostkonflikt zwischen den Israelis und den Palästinensern in den letzten Wochen verschärft. Ein friedliches Zusammenleben scheint unmöglich. Während dieser Zeit hat sich hier in der Schweiz auf dem Grenkenberg aber Israelis zusammen mit Palästinensern und auch Irländern und Schweizer eine Trockenmauer gebaut. Zum zweiten Mal organisiert der Verein Naturkultur damit ein Projekt, das verschiedene Personen vereint. Der Raphael Zwalle. Eine Mauer trennt die Israelis und die Palästinenser. Hier in der Schweiz bauen die verschiedenen Kulturen zusammen eine Trockenmauer. Die soll Tiere davon abhalten, wegzulaufen und zu schützen. Ganz eine andere Symbolik vor Mauer also. Wir arbeiten hier eine Mauer, um die Natur zu schützen. Aber in Palästina haben wir eine Mauer, die uns voneinander trennt. Hier in der Schweiz haben wir eine Mauer gebaut. Ich wünsche mir, dass wir zusammenkommen können und in Palästina die Mauer zerstören, die uns von den anderen trennt. Es wäre schön, eure Freiheit zu haben und einfach herzugehen, wo man will. Walk and go everywhere you want. I really believe that we can in one day we can just get rid of this wall. Ich bin sicher, wir können in einem Tag die Mauer loswerden, wenn die Leute miteinander auskommen. Was wir hier machen, ist ein kleiner Schritt zu dieser Idee her, dass wir zusammen auskommen können. Die Leute lernen sich von beiden Seiten her kennen und verstehen, dass die andere Seite genau das Gleiche wünscht. Wir wollen alle einfach in Frieden und Ruhe leben. Wenn beide Parteien das verstehen, braucht es die Mauer nicht mehr. Und wenn beide Seiten das verstehen, denke ich, dass wir nicht die Mauer mehr brauchen. Vom 10. bis am 18. August sind die jungen Israelis, Palästinenser, Irländer und Schweizer auf dem Grenchenberg. Zusammen arbeiten, schlafen, kochen, essen und diskutieren sie. Die verschiedenen Kulturen lernen sich kennen. Wir haben am Anfang natürlich sehr viel Arbeit und Energie darauf verwendet, Teambuilding zu machen. Die Leute kommen alle zusammen und können lange nicht. Sie sind am Anfang in ihrer Gruppe geblieben. Wir haben alles die Leiter, die das machen, sind erfahrene Jugendarbeiter, die in diesem Bereich tätig sind. Was wir gemacht haben, ist Methoden angewendet, die die einzelnen Gruppen zusammen zu einer grossen Familie bringt. Und sie hat es genau gesagt. Gerade am dritten Tag hat mir jemand schon gesagt, es ist unglaublich. Das war ein Israeli. Es ist unglaublich, wir sind nur drei Tage hier und sind alle schon so verbunden miteinander. Ist super. Die jungen Erwachsenen arbeiten jeweils einen halben Tag an der Trockenmauer. Während dem Rest des Tages diskutieren sie zusammen und teilen ihre gesammelten Erfahrungen.